Der bekannteste heutige Vertreter der Evolutionstheorie, der britische Zoologe Richard Dawkins, gab dazu das folgende Eingeständnis ab. Die Lebewesen des Kambrium scheinen ohne einen evolutionären Prozess durchlaufen zu haben, in der Form entstanden zu sein, in der sie uns entgegentreten. Damit verliert die Evolutionstheorie vollkommen ihre Gültigkeit. Hatte doch Darwin in seinem Buch über den Ursprung der Arten geschrieben: Wenn tatsächlich viele Vertreter der gleichen Klasse gleichzeitig und nebeneinander aufgetreten sind, wäre dies ein tödlicher Schlag für den Evolutionsgedanken, der von der Entwicklung aus einem gemeinsamen Vorfahren durch natürliche Selektion ausgeht. Dieser tödliche Schlag, vor dem Darwin sich fürchtete, wurde seiner Theorie bereits mit den ältesten Fossilien überhaupt, den Fossilien aus dem Kambrium, versetzt. Auch die Fossilien in den erdgeschichtlichen Phasen, die dem Kambrium folgten, zeigen, dass die Lebewesen immer urplötzlich und in vollendeter Form aufgetreten sind. Haupttiergruppen wie die Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere und die Hunderttausenden von Unterarten sind immer urplötzlich und bereits vollkommen auf der Erde erschienen. Unter diesen Gruppen haben die Evolutionisten nicht eine einzige ihrer hypothetischen Zwischenformen gefunden. Diese Tatsache, die sich aus den fossilen Funden ergibt, beweist, dass die Lebewesen jedes für sich von Allah erschaffen wurden. Der Paläontologe und Evolutionist Mark Czarnecki gesteht diese Tatsache mit den folgenden Worten ein: Ein großes Hindernis für den Beweis der Theorie waren immer die fossilen Funde. Unter den Fossilien fanden sich niemals Spuren der von Darwin angenommenen Zwischenformen. Die Arten sind urplötzlich entstanden. Und dieser unerwartete Umstand unterstützt die Ansichten der Schöpfungsanhänger, wonach die Tier- und Pflanzenarten von Gott erschaffen wurden. Damit nicht genug. Zwischen den Fossilien von Lebewesen, die vor Hunderten von Millionen Jahren gelebt haben, und heutigen Formen besteht nicht der geringste Unterschied. Das Fossil eines Haifisches, der vor 400 Millionen Jahren gelebt hat, weist die gleiche Form auf wie ein heute lebender Hai. Das gleiche gilt für eine 100 Millionen Jahre alte und eine heutige Ameise, für eine Libelle, die vor 135 Millionen Jahren lebte und ihren heutigen Nachkommen, für eine Schildkröte unserer Tage und ein 100 Millionen Jahre altes Schildkrötenfossil oder für eine Fledermaus und ihren 55 Millionen Jahre alten Vorfahren. Es existiert kein Unterschied. Bei Fossilien, die von den Evolutionisten als Zwischenformen ausgegeben wurden, haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass sie keine Eigenschaften von Zwischenformen aufweisen. Eine der wichtigsten dieser angeblichen Zwischenformen ist ein Fischfossil, dem man den Namen Coelacanth gegeben hat. Die Evolutionisten haben jahrelang behauptet, dass dieser Fisch, von dem nur ein Fossil gefunden wurde, Eigenschaften von Landlebewesen aufweise, wie zum Beispiel Ansätze von Füßen und eine halbe Lunge. Diese Interpretationen der Evolutionisten wurden als wissenschaftliche Wahrheiten hingestellt und fantasievolle Zeichnungen, die den Coelacanth bei seiner Wanderung an Land zeigen, fanden Eingang in Lehrbücher. In 1938 wurde ein lebender Coelacanth im Indischen Ozean gefangen. Eine Schockwelle ging durch die Reihen der Evolutionisten, die diesen Fisch für ausgestorben hielten. Der Fischfossil wies nicht den geringsten Unterschied zu heute lebenden Fischen auf. Entgegen den Behauptungen der Evolutionisten hatte der Coelacanth weder Füße noch eine primitive Lunge.
Außerdem ist der Coelacanth ein Tiefseefisch, der in mindestens 180 Metern Meerestiefe lebt. Und ausgerechnet er sollte angeblich vom Wasser auf das Land gewandert sein. Ein weiteres Fossil, von dem die Evolutionisten mit Bestimmtheit behaupten, dass es sich um eine Zwischenform handelt, ist das Vogelfossil des Archaeopteryx. Dieser Vogel konnte angeblich nicht fliegen und soll ein Tier, halb Reptil, halb Vogel gewesen sein. "1992 wurde das siebente Fossil eines Archaeopteryx gefunden. Aus diesem Fund geht hervor, dass das Tier über ein Brustbein verfügte, das für die Flugmuskulatur erforderlich ist. Mit anderen Worten, es stellte sich heraus, dass der Archaeopteryx ein ganz gewöhnlicher Vogel war. Auch die krallenähnlichen Nägel an den Flügeln des Archaeopteryx sind nicht weiter ungewöhnlich. Man findet sie auch beim Horzin, einem Vogel unserer Tage. Damit war der Behauptung, dass es sich um eine Zwischenform handelt, jede Grundlage entzogen. Auch der Paläontologe der Harvard-Universität, Jay Gould, einer der bekannten modernen Verteidiger der Evolutionstheorie, musste bei dieser Beweislage zugeben, dass der Archaeopteryx nicht zu den Zwischenformen gezählt werden kann. Wenn man die Struktur verschiedener Gruppen von Lebewesen untersucht, wird ohnehin deutlich, dass sie nicht durch Evolution hervorgegangen sein können. Fische sind in jeder Hinsicht für das Leben im Wasser geschaffen. Ihr Atmungs- und Ausscheidungssystem, ihre Muskelstruktur und ihr Metabolismus sind vollkommen auf ein Leben im Wasser eingerichtet. Es ist unmöglich, dass sie das Wasser verlassen und sich in Landtiere verwandeln. Auch die Landlebewesen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Die Evolutionisten behaupten, dass die Vögel durch eine Kette von Zufällen in einem evolutionären Prozess aus den Reptilien entstanden sind. Aber die Reptilien sind Kaltblüter und die Vögel Warmblüter. Und während die Vögel über ein kompliziertes Federkleid verfügen, sind die Reptilien mit Schuppen bedeckt, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit Federn aufweisen. Außerdem haben die Vögel eine Lunge, die verschieden ist von den Lungen anderer Landtiere. Auch die aerodynamische Form ihrer Flügel kann mit der Evolution ganz gewiss nicht erklärt werden. Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Flügel der Vögel sich durch kleine, schrittweise Veränderungen entwickelt haben, wie die Evolutionisten behaupten. Welcher Vogel könnte schon mit einem halben Flügel fliegen? Die Evolutionisten behaupten auch, dass gewisse Reptilien sich in Säugetiere verwandelt haben. Aber auch diese zwei Gruppen von Lebewesen sind sehr verschieden voneinander. Die Reptilien legen Eier und brüten ihre Jungen aus, die Säugetiere dagegen bringen ihre Jungen lebend zur Welt. Der Körper der Reptilien ist mit Schuppen bedeckt und der Körper der Säugetiere mit Haaren. Nur Säugetiere haben Milchdrüsen, für deren Entstehung die Evolutionisten keine Erklärung bieten können. Angesichts dieser Tatsachen, die sich aus den fossilen Funden ergeben, konzentrieren die Evolutionisten ihre Anstrengungen auf die Behauptung, dass der Mensch durch Evolution aus affenähnlichen Wesen entstanden sei. Bis heute haben 6500 verschiedene Affenarten auf der Erde gelebt. Die meisten von ihnen sind inzwischen ausgestorben. Diese ausgestorbenen Affenarten mit ihren großen und kleinen Schädeln bilden eine reichhaltige Quelle für die utopischen Interpretationen der Evolutionisten. Die evolutionäre Entwicklungsreihe des Menschen besteht aus einer der Größe nach geordneten Anordnung von Schädeln ausgestorbener Affenarten, der die Evolutionisten noch die Schädel untergegangener Menschenrassen hinzufügen. Eine ganz besonders wichtige Rolle in diesem Szenario nimmt der sogenannte Australopithecus ein, eine ausgestorbene Affenart. Das erste Australopithecus-Fossil wurde 1924 vom Paläontologen Raymond Dart entdeckt. Die Evolutionisten behaupten, dass diese Affenart, deren Name übersetzt südlicher Affe bedeutet, menschliche Züge aufweise.
Ein Vergleich des Australopithecus mit einem Schimpansenskelett zeigt jedoch, dass zwischen ihnen kein besonderer Unterschied besteht. Entgegen dieser Tatsache behaupten die Evolutionisten, dass der Australopithecus im Unterschied zu den anderen Affen auf zwei Beinen gelaufen ist. Diese Behauptung ist inzwischen von zwei international bekannten Paläontologen und Evolutionsanhängern, Sodi Zuckermann und Charles Oxnard,